Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Ich bin heute wieder im Gespräch mit Jörg Fuhrmann, einem der Gäste, der wirklich ganz, ganz dringend wieder erwartet wurde. Und wir sprechen heute über die Psychologie beim Traden, eines der wichtigsten Faktoren überhaupt, die wir haben, wenn wir Investitionsentscheidungen treffen. Oftmals wird es nämlich nicht, werden die Fehler nicht beim System begangen, sondern in der eigenen Psyche, in der eigenen Psychologie. Der Anleger macht oft das Gegenteil von dem, was er sollte, und da sprechen wir heute mit Herrn Fuhrmann drüber. Herr Fuhrmann betreibt einen eigenen YouTube-Kanal, den können Sie unten in der Videobeschreibung sehen. Wenn Sie etwas zurückgeben wollen zu diesem Video, lassen Sie uns einfach einen Daumen nach oben da, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen. Herr Fuhrmann, herzlich willkommen bei uns zum zweiten Mal auf diesem Kanal. Wir hatten ja bereits ein Video gemacht, blenden wir gerade mal ein, das letzte Mal, und die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Ich denke, das Thema Psychologie beim Handeln, bei der Handelsentscheidung, beim Trading ist eines, das sehr viele, das fast jeden Anleger auf die eine oder andere Art und Weise stärker oder schwächer betrifft. Führen Sie uns doch mal rein, warum haben wir in der menschlichen Psyche so viele Fallstricke, die uns immer dazu führen, dass wir oftmals das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich wollen. Das Gegenteil von dem, was wir angestrebt haben, dass wir es genauso nicht handeln, wie wir eigentlich sollen. Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es ja so, dass jeder eigentlich unterwegs ist in dem Bereich oder wahrscheinlich in jedem Bereich, weil er irgendwie einen Erfolg haben möchte. Und zwar auch am besten langfristig diesen Erfolg haben möchte. Und da gibt es ja tausende auch Bücher zu, die gerade dann proklamieren, mit 3 Schritten hast du den. Und da hat schon vor langer Zeit Paul Watzlawick ein Buch zugeschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein heißt das, und hat das so ein bisschen persifliert, weil das ja natürlich auch nicht so ist, dass man 3 Sachen macht und dann wird alles gut. Und wir brauchen also, um langfristig erfolgreich zu sein in dem Bereich, auch eine langfristige persönliche Entwicklungskurve, könnte man sagen. Das heißt also, für eine gelingende Selbsterkenntnis brauchen wir einen längeren Prozess und auch für eine gelingende Selbststeuerung. Und da ist ein ganz wichtiger Faktor bei, zu verstehen, wie ich selber in Stress komme, beziehungsweise wie mein Nervensystem, also gerade das autonome Nervensystem, wie der Name schon sagt, fährt das autonom oder agiert das autonom, also unterhalb der Bewusstseinsschwelle, wie das quasi bei mir anspringt. Es ist nämlich so, dass wenn ich in Stress komme, also als Mensch, ne, das ist, betrifft auf alle dann reagiert mein System in sehr alten, archaischen Verhaltensmodi, kann man sagen, und fängt an, unbewusst Kurskorrekturen einzuleiten, im wahrsten Sinn des Wortes jetzt in diesem Bereich. Und das heißt also, wenn wir Stress erleben oder Ohnmacht erleben, dann hat unser archaisches System, sprich auch im Gehirn ist das zum Beispiel der Bereich des Stammhirns, vor allen Dingen einen Mechanismus, der tun heißt oder handeln. Man könnte auch sagen, handeln um jeden Preis, Fragezeichen. Das hat hier natürlich auch wieder einen doppelten Impact, weil wenn ich um jeden Preis anfange zu handeln, sprich zu traden, mache ich eben auch genau diese Fehler, über die wir ja reden. Ist es das sogenannte Overtrading, von dem wir sprechen? Also das betrifft ja viele Leute, die sollten eigentlich nur eine Position setzen, einen Stop setzen und dann einfach nur ruhig Tee trinken, abwarten. Aber es juckt so sehr in den Fingern, nein, 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 ich muss jetzt noch mal was machen, ich muss jetzt noch mal eine Position setzen. Sprechen Sie davon? Genau, genau, zum Beispiel. Oder wenn man Verlust eingefahren hat und vielleicht zum zweiten Mal ausgestoppt wurde, und man hat vielleicht dann den Betrag zu hoch gesetzt, ja. Also sprich, bei euch jetzt, ihr habt ja auch gewisse Empfehlungen, was man einsetzen soll, und derjenige hat das dann eben, hat so ein Konzept im Kopf, er muss jetzt innerhalb von 2 Wochen dieses und jenes erreichen können, oder er muss im halben Jahr finanziell unabhängig sein, oder was weiß ich, was für Ideen die Leute dann haben beim Trading. Und das erzeugt natürlich auch schon im Vorfeld Stress.
Und dann wird das zu hoch angesetzt und wenn dann was schief geht und wenn nochmal was schief geht, in Anführungsstrichen gefühlt schief geht, der dritte Trade würde dann ja vielleicht klappen, ja, aber das geht dann schon nicht mehr emotional, weil man dann schon so aufgewühlt ist, dass man voll in dieses Notfallprogramm reinläuft. Mhm. Sprich, man geht in den Kampfmodus oder in den Fluchtmodus, je nachdem. Heißt es, dass der Pfad der Tugend wird dann verlassen? Also wenn wir den Pfad der Tugend als solches beschreiben, ich habe da mein System, ich habe eine Analyse, genau. Ich folge der und ich weiß, genau. Zu einer gewissen Prozentzahl funktioniert die von mir aus 7 von 10 Mal. So, genau. Und anstatt, dass ich es jetzt nochmal exakt so mache zum dritten Mal, kommt jetzt das, was Sie jetzt gerade beschreiben, rein und ich höre auf, mich an diese Regeln zu halten, ich höre auf, mich an die Analyse zu halten und jetzt kommt irgendwie so ein Panikmodus rein. Genau. Also man fängt dann vielleicht auch an, mit dem Markt zu kämpfen. Oder man will um jeden Preis Recht behalten. Und das sind ganz auch wieder ganz alte Muster, auch kindliche Muster. Das ist ja sowas, was, ne, das hat ja was Frühkindliches, wenn man unbedingt Recht haben will. Ne? Als Erwachsener könnte man sagen, ja, okay, ich habe mich geirrt oder ich habe einen Fehler gemacht. Und man regrediert quasi in einen älteren Persönlichkeitsanteil oder vielleicht auch in so eine jugendliche, muss noch nicht mal ein inneres Kind sein, wie man in der Psychologie sagt, sondern so ein Jugendlicher, der vielleicht auch sehr ja, kämpferisch ist und rebellisch und der will es jetzt unbedingt wissen um jeden Preis und jetzt erst recht, das lasse ich mir hier nicht bieten, so nach dem Motto. Ja, aber wie Sie das auch schon immer gesagt haben, interessiert sich der Markt nicht für dich und für deine individuellen Emotionen. Das ist dem Markt, ich glaube, Sie haben das auch mal gesagt, scheißegal. Ja, so in der Form. Und genau das ist dann hier auch wieder das Problem. Also man wird die ganze Zeit dann mehr oder weniger getrieben, sprich von Gefühlen, Emotionen, unbewussten Dynamiken und ist nicht mehr auf seinem Kurs. Und das fährt einen dann mittelfristig mit Sicherheit vor die Wand. Ja. Und da ist gerade die Angst oder das Thema der Angst ein ganz wichtiger Faktor dabei. Das heißt, Angst ist ja ein ganz archaisches Urgefühl, was uns einfach also ist ja nicht schlecht, ne? Es hat einfach gemacht, dass wir überleben. Ja, wenn ich heute Leute an der Straße lang baseln sehe, wie sie da auf ihr Smartphone gucken, und dann kommen von vorne die 40 Tonner angerast und die kriegen das nicht mehr mit, weil sie dann noch die Stöpsel im Ohr haben. Die haben gar keine Angst mehr und vertrauen voll drauf, dass der andere schon keinen Fehler macht. Das finde ich ziemlich mutig oder ignorant. Ne? Von daher, da kann man gut sehen, dass Angst in so einem Fall vielleicht auch eine gesunde Angst wäre. Und es gibt aber eben viele Ängste, die sind überhaupt nicht gesund, weil sie vielleicht am Modell gelernt wurden, bei jemandem, der eine ungesunde Angst hatte und dann hat man die halt übernommen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten, sage ich mal, Nuancen. Am Ende geht es ja häufig um die Angst vor dem Tod dahinter oder die Angst zu sterben. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz extreme Urangst, die auch gemacht hat, dass wir überleben. Weil wir im Vergleich zu anderen Säugetieren sind wir ja relativ schlecht ausgestattet in den ersten Lebensjahren. Und wir brauchen relativ lange, dass wir uns eigentlich erwehren können. Und von daher ist die Angst für uns ein ganz wichtiger Begleiter. Wenn es aber eben eine irrationale Angst ist oder eine Angst, die möglicherweise gar keinen Sinn macht, dann fängt das Ganze an, irgendwann komisch zu werden. Und das ist manchmal so bei Menschen zum Beispiel, fängt das schon an, dass sie einfach per se nicht falsch liegen können oder nicht verlieren können. Und das ist in dem Bereich natürlich hochtragisch. Das heißt, wenn ich nicht verlieren kann, und das verknüpft sich dann bei mir unbewusst mit, es geht ums nackte Überleben, ja, wenn ich nicht gewinne, dann bin ich dem Tod geweiht, also ganz unbewusst. Finanzieller Tod, kann man ja sagen, ja. Ja, okay, das wäre dann wieder eine reale Angst, wenn ich zu hoch eingestiegen bin. Ne? Mhm. Aber manchmal ist es bei Menschen wirklich so, dass, wenn man das objektiv mit etwas Abstand betrachtet, ist gar keine Bedrohung da in dem Sinne. Also es ist kein Säbelzahntiger im Raum. Und die verhalten sich aber so. Ja, vielleicht geht es auch, manchmal geht es auch darum, dass Leute auch Angst haben davor, dass sie wirklich das erreichen, was sie sich vornehmen, also sprich zu gewinnen. Also dann sind so unbewusste Muster manchmal damit verknüpft, wie dass sie ihren Vater nicht übertreffen dürfen oder irgendwen anders, den sie total anhimmeln und das auch unbewusst noch so als Programm laufen haben. Ich denke, das ist sogar bei vielen Leuten eine sehr reale Angst, das Erreichen der Ziele. Man hat da vielleicht irgendwelche Bilder, wie man sich sieht. Ja, jeder Mensch hat
irgendein Bild mit dem und dem Auto, der und der Frau in der Situation. Man spielt da, das kennt jeder, noch mehr wahrscheinlich in der Jugend, irgendwelche Szenarien durch, wie man da der coolste Typ ist. Aber oftmals sieht man, wenn manche Leute dann mal in die Nähe kommen, eines dieser Ziele zu erreichen, dann kommt plötzlich ein Mechanismus, der kurz davor exakt dafür sorgt, dass es nicht so kommt, man, wie Sie sagen, das Lenkrad rumreißt und man kurz vor Erreichen dieses Ziels fährt man woanders ab, weil innerlich ein System abgespielt wird, das einen davon abhalten soll, dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht hat man Angst davor, was man müsste sich ja ändern, wenn es passiert. Ja, da müsste ja eine andere Person dastehen mit einem anderen Charakter, einer anderen Auffassung. Ja. Was ich zum Beispiel auch oft erlebt habe, ist in Familien, also wenn man da so ein bisschen drauf schaut, mit Einzelpersonen, was bei denen im Hintergrund los war, in der Herkunftsfamilie. Da gibt es ja auch ganz viele Geschichten in der deutschen Geschichte, jetzt gerade mit Flucht, Vertreibung und in, was weiß ich, West-Ostpreußen, alles verloren, Gutshöfe weg und so. Und wenn dann jetzt auf einmal der Sohn oder manchmal auch der Enkel da loslegt und anfängt auf einmal irrsinnige Gewinne einzufahren, dann gucken alle anderen ja doof aus der Wäsche auf einmal. Oder dann triggert die das voll in ihrem Schmerz, was sie mal verloren haben. Und das spürt der systemisch natürlich auch. Das kann auch sowas sein, was wirklich real... Also wenn ich Sie da ganz kurz unterbrechen darf, Sie meinen, der spürt das, ohne dass es ihm die Person, nehmen wir mal da die Großtante oder so, ohne dass sie es ihm persönlich ausdrückt, spürt er es aber, diesen Groll, der dort von anderen Leuten empfunden wird, ja. Genau, also Neid und Missgunst in Familien ist ja natürlich auch Standard, oftmals auch unter Geschwistern, wenn da so eine Rivalität erzeugt worden ist. Ja, aber das kann natürlich seitwärts und nach oben und unten gehen in alle Richtungen, dass man da irgendwie miteinander verwoben ist auf eine ungünstige Weise und sich vielleicht noch nicht ausreichend abgenabelt hat an einem bestimmten Punkt und gesagt hat, okay, ich lebe jetzt mein Leben und ihr habt eure Entscheidung getroffen und ich muss meine treffen. Und diese emotionalen Verstrickungen sind dann möglicherweise da auch eine Bürde, könnte man sagen, oder ein Hindernis. Ich würde aber nochmal das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders aufgleisen, nochmal kurz einmal erklären, was eigentlich da passiert bei dem Thema Angst. Wir haben ja ein Angstzentrum im Gehirn. Das ist die sogenannte Amygdala. Die sitzt, das ist der Mandelkern, der sitzt quasi am Hippocampus, läuft das rum, das sieht man hier. Also wenn man das Gehirn, ich halte das mal ein bisschen rein, das wird ja unterteilt in drei Bereiche, also von MacLean wurde das unterteilt in drei Bereiche. Das heißt, wir haben also hier den Stammhirnbereich, dann haben wir hier den Bereich des limbischen Systems und dann haben wir hier oben das Großhirn, das ist also der neueste Bereich. Und die Amygdala, das sitzt dann hier dran, das sieht man jetzt hier nicht so gut auf diesem Modell. Und dieser Kern, dieser Mandelkern, der ist entscheidend für die Bewertung von Situationen im Außen. Und wenn man jetzt sich in der Pubertät befindet, dann hat man noch nicht genügend Frontalhirn, sage ich mal, von der Kapazität her und verarbeitet alles Mögliche dann über diesen Kern, was so an Input reinkommt. Deswegen geht es da bei dem Kauf von einer Hose oder bei der Farbe der Jacke auf einmal um Leben und Tod. Das kennt jeder, der mal mit Pubertierenden zu tun hatte oder der sich noch an seine eigene Pubertät erinnert, dass da auf einmal ganz kleine Sachen auf einmal ganz extrem überbordend sind emotional. Und das hat was damit zu tun, dass diese ganzen Inputs dort dann verarbeitet werden. Und das ist bei jedem so, dass wir da natürlich in diesem Angstzentrum unsere Emotionen auch ein Stück weit mit hochfahren. Und wenn wir also in einem gewissen Training wären, wie zum Beispiel Meditation. Ja, Meditation trainiert ja zum Beispiel diesen frontalen, neokortikalen Bereich, der uns hilft, also Achtsamkeitsmeditation gerade, der uns hilft, ein Stück Abstand zu nehmen von diesen vorschnellen Bewertungsmodi. Wenn wir das machen, zum Beispiel als Gegenpol zu dieser Amygdala-Automatismus-Bewertung, sage ich mal, ja, dann haben wir eine Chance, aus dieser ganzen automatischen Nummer auszusteigen. Weil von dort aus geht es dann ganz schnell ins Stammhirn und macht eben diese Automatismen klar mit Kampf, Flucht, Todstellen. Und das bezieht man, wenn man es aufs Training bezieht, ne, ist dann wie gesagt der Kampf mit dem Markt. Oder man geht aus einer Position nicht raus, obwohl man eigentlich jetzt raus müsste. Richtig. Oder man taucht ganz ab und tradet vielleicht für ein paar Tage dann oder guckt gar nicht mehr, was läuft und müsste aber vielleicht auch irgendwas machen gerade. Das wäre dann so ein Todstellreflex. Das sind alles so Sachen, die da möglicherweise dann
auf eine ungute Weise ablaufen, könnte man sagen. Herr Fuhrmann, jetzt haben wir gerade einen Punkt mal gehört, denn konstruieren wir es mal so. Ich bin mir ganz sicher, viele Leute, die das jetzt sehen, das ist wie beim letzten Mal so, ich behaupte, nicht 99, sondern 100% aller Menschen kennen das, dass sie diesen mindestens einen dieser Fehler begehen, irgendwo in die Angst reinkommen, irrational handeln, nicht so, wie man sich's davor 100-mal vorgemacht hat und gesagt, ich werde genau nach Plan handeln, ich werde die Analyse genauso umsetzen, wie sie mir präsentiert wird. Ich kenne die Regeln, ich mache das. Und dann, schwupps, reißt man das jetzt rum. So, jetzt meine Frage an Sie. Jetzt haben Sie mal einen Punkt gesagt, denn wichtig ist ja für die Menschen, jetzt haben wir die ganzen Probleme gehört, wir kennen die Probleme, wir wissen, dass das richtig scheiße ist und das führt uns dazu, dass wir trotz einer funktionierenden Analyse oder trotz eines funktionierenden Systems immer wieder Verluste einfahren. Meditation war das Erste, was Sie jetzt gerade genannt haben, kann ich bestätigen. Ich bin ganz großer Advokat von Meditation. Ich habe das letzte Mal heute Morgen nach dem Aufstehen wieder meditiert. Das ist bei mir die allererste Routine des Tages, die ich jeden Tag mache, nachdem ich ausstehe. Was wären weitere Punkte, Frage an Sie, die man tun kann, um sich von diesen Gefahren auf jeden Fall mal mehr distanzieren zu können? Ja, jetzt kommen wir natürlich in die Falle rein, die ich am Anfang geschrieben habe. Ja, wenn ich jetzt eine Liste aufstelle mit 10 Punkten, heißt das noch lange nicht, dass das für die Leute, die jetzt hier gucken, unbedingt eine Hilfe ist, weil es kann, also ich kann gerne ein paar Sachen noch sagen gleich, ja, aber ich möchte es nochmal erklären, weil es ist einfach so, dass die wichtigsten Sachen, weswegen wir Schiffbruch erleiden, meistens so unbewusst sind, dass wir die selber gar nicht auf dem Radar haben. Das heißt, wir brauchen in der Regel irgendwie eine Feedbackschleife von außen, dass uns das zurückmeldet, was gerade passiert. Und das hat ganz viel mit dem Nervensystem zu tun, wie wir auch auf Gefahr reagieren und wie unser autonomes Nervensystem, das nennt man Neurozeption, Dinge bewertet. Sprich, welche Dinge es unbewusst als gefährlich einstuft und welche nicht. Und das kriegt man oft selbst gar nicht so mit. Aber ein anderer im Außen sieht das an der Gestik, Mimik, Intonation oder auch an der Atmung. Wenn man schon wieder ein bisschen bewusster wäre, könnte man zum Beispiel auch auf die Atmung schauen, ob man noch atmet, wie man atmet, ob der Atem irgendwie angehalten ist, abgeklemmt ist, weil das geht mit dieser Angstsituation auch einher. Man kennt das auch von Gaffern, die dann an der Autobahn stehen, die gucken da meistens komisch aus der Wäsche. Ja, die halten zum Beispiel die Luft an. Das hat auch den Effekt, dass hier vorne wieder angeht, ja, also das Luftanhalten. Ah, okay, dass das Frontalhirn wieder angeht, ist dadurch, dass die Luft anhalte, geht es wieder an. Ja, genau, dass das so einen Schub kriegt und wieder online kommt, ne? Ja, der Wim Hof macht das ja auch in seiner Übungspraxis, ne, mit dem Luftanhalten. Darüber könnten wir auch vielleicht mal in dem nächsten Video sprechen, grundsätzlich, weil ich bin sicher, da interessieren sich viele Leute. Aber jetzt möchte ich Sie trotzdem mal festnageln hier. Jetzt haben wir Meditation, das unterschreibe ich auch sofort. Absolut beruhigt das und schafft Klarheit und Fokussierung. Das hilft also auf jeden Fall. Heißt nicht, dass es ein Allheilmittel ist. Ich würde, wenn ich mal einen zweiten Punkt nennen durfte, um hier was in den Ring zu schmeißen, aus meiner Sicht eines Analysten heraus, ist es ganz klar die Reduzierung der Positionsgrößen. Wenn ich morgens schon merke, dass mir beim Frühstück der Schweiß die Stirn runterrinnt, dann bin ich, egal ob es nachher funktioniert oder nicht, und selbst wenn ich einen Haufen Geld damit verdient habe, ich bin zu groß, ich bin zu hoch investiert. Ich spiele mit zu viel Einsatz. Ja? Das wird irgendwann schief gehen, weil eben genau dadurch dieses eingeengte Gefühl, dieses, wie soll ich sagen, wie der Brustkorb wie ein eigenes Gefängnis wirkt. Ja? Und wenn ich zu hohe Position habe, lieber runterfahren, denn wenn, und auch da, die Leute denken immer, ich verpasse eine Chance, ich verpasse das. Bei mir, meiner Meinung nach, im Finanzmarkt gibt es keine verpassten Chancen. Es gibt nur Chancen. Es kommt immer, 100% immer die nächste Chance um die Ecke. Wir suchen ja nach Szenarien. Also hier die Positionsgrößen runterfahren und lieber mit der wachsen. Also quasi wie beim Muskelaufbau. Ich kann nicht gleich 100 Kilo drücken bei dem Handelbank drücken, sondern ich muss ab dem Level anfangen, wo ich eben anfangen kann, und da muss ich mich hocharbeiten. Und wenn ich mir wie beim Bankdrücken 100 Kilo gleich mal sage, erster Trade 10.000 Euro Einsatz, dann zitter ich schon vor Nervosität, wenn ich das nicht gewohnt bin. So, jetzt habe ich gerade mal einen weiteren Faktor genannt. Positionen reduzieren. Was sagen Sie? Ja, ich hake da gerne zu ein.
Also da müsste man jetzt auch wieder gucken, jemand, der das nach diesem Modell, wie Sie es gerade beschrieben haben, macht, der hat ja eine Motivation und einen Grund, warum er das macht. Und vielleicht hat er oder sie im Kopf, dass er oder sie jetzt davon leben muss in naher Zukunft, vielleicht in sehr naher Zukunft. Und diese irrige Annahme, dass das von jetzt auf gleich gehen muss, erzeugt diesen Glaubenssatz, dass ich da jetzt entsprechend mich positionieren muss, das erzeugt diesen Stress und das macht dann eben diese ganze Kaskade, die dann kommt. Und das führt auch wieder dazu, also dieser Stress führt dazu, dass dieser frontal-neokortikale Bereich dann, dass das alles abschaltet und man automatisch wieder anfängt, über Amygdala, emotionales Gehirn und nachher über Stammhirnmechanismen die Situation zu verarbeiten. Und Sie haben völlig recht. Da musste man jetzt gucken, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, möglichst elegant, und was wäre ein besserer Glaubenssatz für mich? Also das wäre ganz wichtig zu schauen, für die Leute auch zu gucken, was sind eigentlich meine Motivationen, weswegen fange ich damit an? Was habe ich da für Konzepte im Kopf, für Fantasien oder für Visionen auch? Und wie wirken die sich wiederum auf meine Verhaltensweisen aus? Dass man mal anfängt, so eine Art Mindmap zu erstellen, was überhaupt meine Startbedingungen bei dem Ganzen sind. Und manchmal sind eben diese Startbedingungen dann auch getrieben von eben, wie gesagt, alten Erfahrungen, alten Ängsten und anderen Themen, die vielleicht auch mit Leistungen und mit Schule und Studium oder sonst was zu tun haben. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine individuelle Geschichte dann auch. Aber das wäre gut, also das gut mal klar zu kriegen, was ist eigentlich meine Motivation bei dem Ganzen? Ja, und Vielleicht das. sollte das da auch so einen Punkt aus dem herausholen. Sie sagen, was ist die Motivation? Folge ich vielleicht einem viel zu überhöhten Ziel? Jetzt muss man sich fragen, woher weiß ich eigentlich, ob es ein überhöhtes Ziel ist? Sind, keine Ahnung, 500.000 im ersten Jahr überhöht oder realistisch? Aber zum Beispiel dieses, ich muss bis dann ein professioneller Trader sein. Ich möchte bis dahin unabhängig sein und nur noch von Investitionen leben. Das sind für mich per se sehr, sehr hochgesteckte bis überhöhte Ziele, die nur dazu führen, dass ich theoretisch jedes Mal gegen eine Wand fahre, weil die Zeit wird knapper und die Ziele, die gesteckt wurden, da underperforme ich dann und plötzlich geht es nur noch mit Einsatz erhöhen, wie es der Mensch ja auch so kennt. Ich erhöhe den Einsatz und dann wird es das quasi das Himmelfahrtskommando. Ich muss das jetzt hinkriegen. Jetzt kämpfe ich mit dem Markt. Ja, wie im Ring. Ich stehe im Ring und ich muss diesen Kampf jetzt gewinnen. Diese Scheißposition, die muss jetzt in den Gewinn fahren. Und jetzt befinde ich mich schon in einem wahrlichen Teufelskreis, Korrekt. der Sie können das natürlich alles viel besser Ja. beschreiben. Ich kann es nur so aus den Situationen, wie ich sie Ja, halt nee, erlebt schon habe. Ja. gut. Ja, Ja. also man ist dann hoch im hochsympathikotonen Bereich und man ist nicht mehr in seiner persönlichen Komfortzone. So, Und so sagen Sie es. genau. Und um halt da einen guten Erfolg zu haben, müsste man in die Komfortzone zurückkommen. Das ist das Wichtige. Und wenn ich in diesem hochsympathikotonen Bereich bin, dann bin ich halt auch in einem ständigen Stress, in einem ständigen Arousal-Zustand. Und dann sehe ich überall Säbelzahntiger, die gar nicht da sind. Ja? Also das ist so eine Art Selbsthypnose im negativen Sinne. Die könnte man ja auch machen im positiven Sinne für sich. Ja, das Ja. wäre ja auch eine Möglichkeit. Um das mal zusammenzufassen, was Sie jetzt gerade vorgeschlagen haben, man kann das ja auch Reality-Check, den Realitätscheck nennen, mal, dass sich jeder mal die eigentliche Frage stellt. Ich bin sicher, das klingt so logisch, aber die meisten Leute haben es nicht getan. Was will ich eigentlich damit erreichen? Also angenommen, ich habe jetzt nicht eine Analyse, warum schaue ich mir dieses Video überhaupt an? Muss ja irgendwas mit dem Finanzmarkt zu tun haben. Sonst ist die Frage, warum sitze ich hier eigentlich und schaue gerade diesen zwei Herren hier bei der Diskussion zu. Also warum mache ich das eigentlich? Was ist der Grund und was will ich damit erreichen? Und das dann mal abgleichen zum Ist-Zustand und sich aber auch, um es mal mit einfachen Worten zu sagen, chillt euch einfach mal, Freunde, und
kommt mal runter, macht einen Realitätscheck und mal mit kleinen Positionen anfangen. Nicht gleich mit, ich habe da gesehen, der eine Typ, der fährt sein Lambo und der hat gesagt, das ist alles super einfach, wenn ich nur diesen Trading-Signalen hier folge oder so. Das funktioniert nicht. Und das funktioniert nicht nur in den meisten Fällen nicht, sondern das funktioniert quasi gar nicht. Also wir haben Meditation. Denke ich, ganz, ganz wichtiger Faktor. Vielleicht können wir auch mal in einem weiteren Video darüber sprechen, was passiert eigentlich im Hirn oben, wenn wir meditieren, um das Leuten, die noch nicht so überzeugt sind oder die denken, das wäre gar nicht so effektiv, um das denen mal näher zu bringen, würde mich auch mal interessieren. Ich kann es nämlich sicher auch nicht so gut beschreiben wie Sie. Dann haben wir Positionen runterfahren, lieber kleinere Positionen fahren und mit der ganzen Sache wachsen. Also mit dem anwachsenden Konto kann man dann immer die Position hochfahren. Und von Ihnen der Reality-Check zu schauen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ist es vielleicht eigentlich ein völlig überzogenes Ziel und muss ich dieses Ziel neu einordnen? Ja, im NLP gibt es einen Begriff, der heißt auch Öko-Check. Das könnte man hier auch machen, dass man sich die Frage stellt, was also wenn ich das Ziel erreiche, was bedeutet denn das für mein Leben? Da gibt es manchmal auch Menschen, die dann feststellen, dass ihr gestecktes Ziel, selbst wenn es noch so toll ist und noch so realistisch zu erreichen ist, das hatten wir ja gerade schon, dass es aber auch gewisse Folgekosten mit sich bringt, die sie gar nicht wollen. Und das müsste man auch mal überprüfen. Und dann, was Sie gerade auch gesagt haben, wenn ich jetzt ein Ziel gesteckt habe und mir den Weg dahin überlegt habe, dann auch wirklich mal zu spüren, wenn man das so klar hat jetzt, ne? Dann mal den Bauchbereich mit zuzunehmen oder auch den Herzbereich, den Brustbereich und nicht nur von einer Birne alles machen, sondern hier unten mal reinhorchen, was sagt denn meine Intuition dazu oder, ne, wie Sie schon gerade sagen, kommt mir das Müsli schon wieder hoch oben, ja, weil sich alles verkrampft und verdreht, dann weiß ich nämlich, dass möglicherweise ich irgendwie nicht so ganz auf der richtigen Fährte bin oder ich zu hoch angesetzt habe. Also wenn ich Bauchschmerzen kriege bei irgendeiner Entscheidung, weiß ich immer, oh, da musst du nochmal drüber gehen. Weil der Kopf denkt sich immer alles Mögliche schnell aus und findet das ganz toll. Ja, und der Körper ist aber in seiner Feedbackschleife unheimlich ehrlich. Nur wir beziehen den leider viel zu wenig mit ein, weil wir in einer Kultur leben, wo Wissen immer als allerhöchstes Gut geschätzt wird. Und denn spätestens seit Descartes ist der Körper wie abgeschnitten. Ich sage immer, wir sind dann wie Kopffüßler, ne, nur Kopf und Füße. Und dazwischen existiert nichts. Aber wenn man das mit reinnehmen würde, dann hätte man oftmals noch mal eine viel kohärentere Entscheidungsfähigkeit, wo man nicht so schnell dann hinterher möglicherweise in Stress kommt. Ja. Herr Fuhrmann, also ich fand es wieder sehr, sehr interessant heute. Ich würde jetzt auch gerne mal die Community bitten, schreibt mal gerne rein. Erstens mal, wie ihr das gefunden habt heute. Ich finde sowas auf jeden Fall super interessant, weil wir beleuchten das Ganze immer nur als Analysehaus, als Analysten von der Systemik her. Das muss so funktionieren. Da muss der Einstieg sein. Hier den Stop, da den Stop nachsetzen. Das ist nicht nach Bauchgefühl, sondern das ist alles nach, wenn der Kurs dahin läuft, wenn der 15% im Gewinn. So muss das auch in dem Falle sein, weil wir können nicht sagen, oh, mein Bauchgefühl, Gold ist jetzt gerade gestiegen, jetzt fühl, das funktioniert, das machen zwar auch viele Leute, aber das ist Bullshit, ja. Nee, also da ist das nicht sinnvoll. Ja. Absolut, absolut. Ja. So, und schreibt jetzt gerne mal rein, dann nehmen wir das auch mal auf beim nächsten Video. Was habt ihr für Fragen an Herr Fuhrmann, die vielleicht jetzt nicht, wo man ein Universum erklären möchte, sondern dass ich vielleicht mal 10, 15 Fragen zusammensuche, die untereinander aufteile, die jetzt die Zuschauer in die Kommentarfunktion reingeschrieben haben. Und ich stelle sie Ihnen nachher mal so oder Ihnen das nächste Mal ein Kurzinterview und wir gehen mal diese Fragen durch, die am meisten unter den Nägeln brennen. Mhm. Ja? Ja, okay. Können wir machen. Ja. Wunderbar. Also, dann wünsche ich der Community ein wunderschönes Wochenende. Herr Fuhrmann, ich danke Ihnen nochmal. Vielen Dank. Immer wieder spannend mit danke Ihnen auch, und bis zum nächsten Mal. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.